mich. Es gibt den Griesplatz. Ich stehe am Griesplatz, warte, dass die Ampel endlich auf grün schaltet. Sie tut es nicht. Am Griesplatz gehen sowieso keine Menschen. So denkt zumindest der Hampel, der von irgendwoher den Pakt vorgibt, wie dem auch sei. Ampel und Hampel reimt sich, fällt mir gerade auf. Plötzlich springt ein Hund auf die Straße und legt vor mir seine innerliche Last ab. Und noch plötzlicher rennt er wieder weg. Aber am allerplötzlichsten rennt eine verzweifelt um Hilfe schreiende junge Frau aus einer der finsteren Türen hinter mir. Sie wird verfolgt. Zwei Männer schreien sich etwas in unverständlichem Ursteirisch zu und nehmen die Verfolgungsjagd auf. Der eine ist nackt, muskulös und hat einen starren Blick. Es ist Arnold Schwarzenegger. Der zweite ist klein und unscheinbar. Ja, irgendwoher kenne ich den. Aus dem Fernsehen. Irgendwas mit Politik. Ich bin übrigens links. Ich bin die Guten. Die Frau rennt über die Straße und weicht dabei knapp einem schwarzen SUV mit amerikanischen Kennzeichen aus. Der Arnold erstarrt im Gehen. Nur mit seinem Blick verfolgt er ihren Weg. Stille. Der Politiker beginnt, die französische Nationalhymne zu pfeifen. Super. Ich habe jetzt einen Ohrwurm. Er bricht ab. Stille. Die Frau rennt am gegenüberliegenden Gehsteig gegen eine Plakatwand und kippt um. Hastig versucht sie, sich wieder aufzurappeln. Jetzt pfeift er die usbekische Nationalhymne. Die Frau torkelt unsicheren Schrittes an einem Kebabgeschäft vorbei und verschwindet im Inneren. Der Politiker läuft währenddessen blau an. Er beendet die Hymne, indem er die ausgeblasene Luft mit einem einzigen lauten Schnieper in die Nase.